Eu sou a Deb, essa é minha vida na Alemanha e esse é mais um vlog de eu falando somente em alemão. Eu gravei 2 dias da minha semana e mostrei a minha rotina por aqui, mas também a vida real de quando a gente não tá bem e precisa respeitar os nossos limites. Nesse vlog tem receita, tem estudos, bate-papo sobre esses dias não tão legais e no final eu conto um dos maiores choques culturais que eu já tive desde que eu tô morando aqui na Alemanha. Guten Morgen! Heute habe ich mich entschieden, ein ganzes Video auf Deutsch zu drehen. Ich rede nicht so laut, weil der Mann noch schläft und ich fühle mich nicht so bequem, aber ihr habt mir gesagt, dass ich das wieder machen sollte. Deswegen bin ich hier. Die Wohnung sieht total chaotisch aus. Die muss auf jeden Fall aufgeräumt werden und das machen wir jetzt. So fangen wir an. Um den Tag gut zu starten, muss ich immer mein Umfeld organisieren. Ich kann mich nicht gut konzentrieren, wenn alles unordentlich ist. Wie ist es bei euch? Gestern haben wir das ganze schmutzige Geschehen der Küche stehen lassen und ich bin nicht stolz darauf, aber passiert. Zum Glück haben wir eine Spülmaschine, die uns eine große Hilfe ist. Meine Sportroutine kennt ihr schon. Ich habe sogar ein Video darüber veröffentlicht. Den Link hinterlasse ich hier unten. Nach dem Sport, was wollen wir? Essen. Deswegen ist es jetzt Zeit zum Frühstück. Ich bin total süchtig nach diesem Frühstücksrezept. Das ist Bananen-Haferpfannkuchen. Es ist super einfach. Man muss nur eine halbe Banane zerdrücken, dann ein Ei und 4 Esslöffel Haferflocken dazu geben. Du kannst auch Zimt und Vanilleextrakt dazu geben, aber das ist optional. Wenn die Pfanne heiß ist, kann man den Pfannkuchen einfach hinlegen und auf jede Seite 1 oder 2 Minuten anbraten. Zum Schluss habe ich Vanille-Eiweiß-Pudding, Erdbeeren und Leinsamen darauf gegeben. Und fertig. Es ist gesund, super lecker und ästhetisch auch. Sehr gut. Bisschen kalt, leider schon. Echt? Willst du tauschen? Ja. Nein. Meine ist schon auch kalt. Meine ist auch schon kalt. Mhm. Lecker mit dem Pudding. Mhm. Es ist kalt wegen der, der Pudding. Mhm. Muy bueno. Ich bin hier schon am Schreibtisch und theoretisch bin ich bereit für den Tag, aber nur theoretisch. In der Praxis fühle ich mich einfach müde und erschöpft und faul. Deswegen habe ich hier ein Red Bull. Heute Morgen war das Wetter auch so schön. Der Himmel war total blau und ohne Wolke. Und jetzt ist es wieder grau und neblig und traurig, wie immer. Ich freue mich sehr auf den Frühling. Ich schaffe nicht mehr. Heute muss ich auf jeden Fall ein paar Dinge erledigen. Ich muss meinen Kurs weitermachen und ich muss auch ein paar Inhalte für meinen Instagram-Account erstellen. Und genau. Thank you.
Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Kein Bock mehr! Ich glaube, ich gehe ein bisschen spazieren, um etwas frische Luft zu bekommen. Vielleicht hilft das mir. Es gibt Tage, wo wir uns nicht wohlfühlen und heute habe ich mich genauso gefühlt. Ich habe den Vlog angefangen zu filmen und später ist mir aufgefallen, dass ich einfach keine Lust darauf hatte. Und ganz ehrlich, es ist schwer für mich, vor der Kamera zu erscheinen, wenn ich schlechte Laune habe oder wenn es mir nicht gut geht. Und ich denke, das ist völlig normal und passiert. An diesen Tagen versuche ich, meine Grenze zu respektieren und wenn ich mich besser fühle, mache ich weiter, was ich aufgehört habe. Die Leute wird sehr wahrscheinlich fragen, warum du hier im Video nicht bist. Warum ich nicht auftauche? Genau. Weil ich nicht möchte. Du hast einen Grund. Ich habe einen Grund, weil wir beide eine Wette haben. Eine Die Wette lautet, wenn du 20.000 Abonnenten hast, dann mache ich ein Video mit dir. Genau. Aber und nur eins. Nee, nicht nur eins. Darüber haben wir nicht gesprochen. Nein, nicht nur eins. Der Deal war ein Video. Ab 20.000 Abonnement machst du ein Video pro Monat mit mir. Auf gar keinen Fall. Ich bin teuer. Wenn du dann 30.000 oder 40.000 hast, dann können wir nochmal eins machen. Mm-mm. Doch. Ich stimme nicht zu. Stimmt ihr zu? Ich nicht. Wir sind wieder zu Hause und ich glaube, ich habe schon akzeptiert, dass heute nicht mein Tag ist. Ich habe aktuell mein PMS, obwohl ich die Pille nehme. Morgen komme ich hier wieder und dann sehen wir uns. Gestern habe ich gesagt, dass die Wohnung ein Chaos war. Ich habe alles aufgeräumt und guck mal. Das Wohnzimmer sieht immer noch schlimmer aus und die Küche auch. Tada! Sehr gut, sehr gut. Was kann man machen, wenn man einen unordentlichen Ehemann hat? Gar nicht, hat nichts zu tun mit mir. Alles deine Schuld. Es ist deine Schuld. Warum bist du so? Es wäre so gut, wenn dieser Trick im echten Leben funktionieren würde. Ein weiteres Frühstücksrezept, das ich auch liebe, ist Rührei mit Erbsen, Spinat und Feta-Käse. Nochmal super einfach, gesund und sehr, sehr lecker. Heute geht es mir wieder besser. Gestern war auf jeden Fall nicht mein Tag. Ich glaube, es gibt Tage, wo man sich ein bisschen komisch fühlt und gestern war so ein Tag für mich. Heute will der Mann in ein Spa gehen und ich habe ihm gesagt, okay, los geht's. Ich werde es versuchen, euch zu zeigen, aber ich glaube, das wird sehr wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Ich versuche es. Mal schauen. Das ist ein Quiche mit Zwiebeln und Speck. Jetzt darf ich probieren. Jetzt darfst du probieren. Und hier ist eine, was ist das? Eine Torte? Nee, ein Kuchen mit Erdbeere, Gelatine und leckere Sachen. Hm. Wir haben eine Witze zwischen uns, dass ich immer ohne Jacke draußen gehen will, aber der sagt mir immer, nein, du musst deine Jacke mitnehmen. Und ich sage, nein, ich brauche nicht. Eigentlich hatte er? Hecht. Was hatte er? Scheiße.
Heute ist schon Montag und ich muss euch von einem großen Kulturschock erzählen, den ich am Samstag hatte. Wie ihr gesehen habt, sind wir ins Thermalbad gegangen und dort konnte ich nicht so viel filmen, weil es verboten war, das Handy zu benutzen. Ich wurde sogar von einer Frau dafür gescholten, aber okay. Wir sind in den Pools geschwommen, ich habe ein Buch gelesen, es war alles total entspannend, bis zu dem Moment, als wir hungrig wurden. Und es gab ein Restaurant gegenüber der Sauna. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Sauna hier in Deutschland ist ganz anders als in Brasilien. Hier gehen die Leute völlig nackt in die Sauna. Das heißt, wir saßen beim Essen und wir haben mehrere nackte Menschen gesehen, die in die Sauna rein und raus gegangen sind. Stellt euch vor, ich sitze und esse eine Pizza und vor mir sitzt ein Mann, total nackt, in dem Restaurant und redet mit einem Freund. Das war so traumatisch für mich. Entschuldigung, Deutsche, ich will nicht respektlos sein, aber schwierig. Und dann dachte ich, wo ich mein Handy benutzt habe, war ein Bereich, wo die Leute nicht nackt waren. Und trotzdem ist es verboten, das Handy zu benutzen, weil die Leute ihre Privatsphäre wollen. Aber dann ist es in Ordnung, völlig nackt in einem Restaurant zu sitzen. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Kulturschock, den ich nicht erwartet habe. Willkommen in Deutschland. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.